Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat entsprechende Äußerungen gemacht, dass er gesagt hat, es soll eben verhindert werden, dass Geld in Steueroasen geht. Und die Lufthansa hat auch tatsächlich ein bisschen sich bewegt in die Richtung, dass sie gesagt hat, wir machen da eine Transparenzoffensive. Wenn man sich das aber genau anschaut, ist das nur eine ganz kleine Zahl von Tochtergesellschaften und da fehlen die relevanten Informationen, mit denen man herausfinden kann, ob es wirklich zu Gewinnverlagerungen kommt. Das heißt, die Ankündigung des Finanzministers und die angeblich zusätzlichen Informationen von Lufthansa sind nicht das, was wir brauchen, um wirklich sicherzustellen, dass es nicht zu einem Steuertrick kommt, wenn jetzt Staatsgelder fließen. Es braucht eine klare länderspezifische Veröffentlichung der Steuerzahlen, damit wir sicherstellen können, dass eben das Steuergeld nicht nach Panama, Malta oder wohin auch immer abwandert. Die Indizien sprechen eindeutig dafür, dass das heute passiert. Wir wollen, dass das in Zukunft unterbleibt.